Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch mal wieder zu einem The Crew Video. Ja, lange ist es her, lange ist es her, dass ich The Crew gezeigt habe. Habe ich das schon mal gesagt? Moment mal, das habe ich doch schon mal gesagt, ist egal. Jedenfalls ist es auf jeden Fall etwas länger her, dass ich The Crew gezeigt habe. Und ja, mittlerweile ist natürlich das Add-on draußen für The Crew, ich habe so im Stillen quasi gespielt, ohne davon Let's Plays zu machen, weil ich hab's nicht für nötig gehalten, um ehrlich zu sein, das Spiel zu spielen oder das Spiel zu Let's Playen. Ich hab's in letzter Zeit öfters gespielt, lag an dem sogenannten Summit, das werden wir aber gleich noch aufrollen, was damit auf sich hat. Ja, wie ihr seht, ich fahre einem schönen neuen Porsche hier rum. Ich habe mir einen wunderschönen neuen Porsche gekauft. In dem Spiel heißt es natürlich Ruf, weil die von der Firma Ruf die Lizenz gekriegt haben, aber nicht von Porsche. Daher sind das hier Ruf-Fahrzeuge. Kurzer kleiner Tipp, wer jetzt Ruf nicht kennen sollte und sich fragt, warum ist das ein Ruf? Das ist doch ein Porsche. Ruf ist der nicht unbedingt hauseigener Tuner, aber es ist ein offizieller Tuner von Porsche. Und, wie kann man sagen, das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr, ich denke mal, ihr werdet bestimmt alle Mercedes kennen, aber Mercedes und AMG ist ungefähr quasi dasselbe, nur wobei Mercedes natürlich der hauseigene Tuner ist von Mercedes. Und bei Ruf ist das jetzt nicht so, also, soweit ich das weiß, ich kann auch vielleicht gerade Schwachsinn erzählen, ansonsten, Wikid ist nach. Egal, genug davon erzählt. Ich will ein bisschen was über The Crew erzählen hier. Was hat sich jetzt verändert mit dem Spiel? Was hat sich mit dem Addon verändert? Großartig. Also es sind wirklich viele, viele große Einschnitte in dem Spiel passiert, die mich persönlich anfangs dazu veranlasst haben, das Spiel nicht mehr zu spielen. Verdammt, ich habe irgendwie gerade Husten. Was ist denn los? Sorry, Leute, an der Stelle. Jedenfalls, was mich dazu veranlasst hat, das Spiel nicht mehr zu spielen, weil es mich einfach dermaßen abgefuckt hat. Und weil das Spiel auch anfangs nicht richtig geklappt hat, muss man dazu sagen, weil zu der Zeit, wo ich es angefangen habe, ich hatte mir das Spiel direkt gekauft, als es rauskam, die Beta. Als das Addon direkt rauskam, habe ich mir gekauft gehabt und habe es direkt angefangen zu Let's Playen sogar, muss ich zugeben. Das Video habe ich nie veröffentlicht, habe ich sogar wieder gelöscht. So, und ich habe da so dermaßen über das Spiel hergezogen, dass ich mir dachte, nee, das machst du lieber nicht. Naja, kriegst du Ärger oder sowas, was weiß ich, nicht von Ubisoft oder so, irgend sowas. Und ich dachte mir einfach auch, ich habe da so viel rumgeraged und so, dass ich mir, das ist auch kein schönes Video gewesen. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, lässt du das sein und beurteilst das Spiel irgendwann nochmal, wenn du vielleicht nochmal ein bisschen gezockt hast. Und das habe ich jetzt getan. Ich habe das Spiel längere Zeit gespielt und kann mittlerweile, ja, genaueres über das Spiel einfach erzählen, was sich jetzt verändert hat, was gut ist, was schlecht ist. Es gibt auch gute Sachen in dem Addon, muss ich sagen. Es gibt auch schöne Sachen. Aber es gibt auch relativ viel Bullshit in dem Spiel jetzt. Das ist wirklich so. Es gibt wirklich relativ viel Bullshit. Und die möchte ich euch jetzt gerne mal an dieser Stelle einfach mal zeigen. So, da wären wir quasi beim ersten Bullshit. Und zwar, wie ihr seht, ich habe einen Sprung ausgesucht, einen Sprungtest. Meinen Lieblingssprungtest, den ich immer gemacht habe, weil man hier Reifen gekriegt hat damals. So. Was hat sich jetzt verändert? Warum ist das Bullshit, werdet ihr euch fragen. Das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar, ich gehe jetzt mal hier rein und werde diesen Sprung mal ausführen. Und dann werdet ihr sehen, warum... Na, toll. Gut gemacht. Sehr gut. Ja, ich wollte eigentlich hier oben. Aber auch egal. Na? Ah, dankeschön. So, oh, jetzt habe ich leider die Kamera etwas verändert, weil ich habe ein bisschen meine Steuerung verändert. Die hat mich irgendwie, ging mir auch hier auf den Sack. Ne, jetzt habe ich wieder dieselbe gemacht. Warte, Sekunde. So wollen wir haben. Oder nee, so will ich eigentlich haben. Egal. So, pass auf. Früher war es ja so. Ich will es mal kurz wieder aufrollen. Früher war es so, du hast einen Sprung gemacht und hast dann für diesen Sprung, wenn du ihn auf Platin geschafft hast, eine Platin-Medaille gekriegt. War ja soweit okay. Die Platin-Medaille hat dann gerollt zwischen 40 und 50. Also die Items sind ja in Level aufgeteilt. Ein Level 50 Item ist das höchste, ein Level 1 Item ist das niedrigste. So, dann hast du, wie gesagt, wenn du den Sprung damals auf Platin geschafft hast, hast du eine Platin-Medaille gekriegt zwischen 40 und 50. Die ist dann gerollt worden. Das hat manchmal sehr, sehr lange gedauert, bis du einfach eine Level 50, bis du ein Level 50 Item gekriegt hast. So, was haben sie jetzt verändert einfach in dem Spiel? Das werde ich euch jetzt zeigen. Pass auf, ich mache jetzt einfach mal den Sprung. Dann werdet ihr sofort sehen, was sich großartig verändert. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass der Vorführeffekt kommt, dass ich jetzt ein Item kriege dann, was ich brauche. So, einfach ich mache den Sprung mal und
Zack. Bin drüben. So, Platin-Medaille erhalten. Jetzt kriege ich ein Item gerollt. Irgendein Item. Was kriege ich? Ich kriege Geld. Ist das nicht phänomenal, Leute? Ist das nicht das, was man immer haben möchte? Ist das nicht immer das, was man haben möchte? Wenn man Sprünge macht und auf Platin schafft, dass man Geld kriegt, das ist doch phänomenal. Ich werde noch einen Sprung machen, um das wieder zu zeigen, was der Bullshit einfach in diesem Spiel momentan ist. Was mich einfach derartig abgefuckt hat. Warum ich das Spiel einfach nicht mehr angepackt habe, weil mir das so derartig auf den Zeiger ging, weil ich war eigentlich immer einer derjenigen, die haben gespielt und ihre Autos gelevelt. Ich fand das immer toll, das hat mir Spaß gemacht und so. Und den Spaß hat Ivory Tower mir einfach gegeben. Ja, guck mal, boah, wieder Geld. Boah, ist das nicht geil. Ist das nicht geil? Ich habe wieder Geld gekriegt. Oh, ich finde das ja sowas von phänomenal. Machen wir noch einen Sprung, was wir jetzt kriegen. Also zwei, drei Sprünge, um einfach zu zeigen, was sie verändert haben, was mich einfach total stört. Vielleicht haben wir auch mal gleich das Glück, dass wir mal ein Item kriegen. Ich habe wieder Platin geschafft, komischerweise, obwohl ich eigentlich in Gold gelandet bin. Macht nichts. Na, das kriegen wir. Ich krieg einen vorderen Stoßfänger. Ja, das ist auch wieder so ein Ding, was sie verändert haben, was ich absolut nicht unterschreiben kann. Warum haben sie das gemacht? Warum kriege ich denn, Leute, bitte, wenn ich eine Platin-Medaille schaffe, lege ich es doch darauf an und möchte mit dieser Platin-Medaille auch ein Platin-Ausrüstungsteil haben für mein Fahrzeug. Ein Reifenteil, ein Luftfilter, ein Auspuff, ein Motor. Warum zum fucking Teufel kriege ich einen verfickten Stoßfänger? Was soll das? Wer braucht denn sowas? Leute, wenn ich mir einen Stoßfänger kaufen möchte, gehe ich in den Shop und kaufe ihn mir. So, die kosten nicht viel, die kosten vielleicht 6.000 und dann war's das. Aber wisst ihr, was ein Tuning-Item Level 50 kostet für einen PE-Wagen? Über 40.000. Und das kann es ja wohl nicht sein. Also, das ist so derartig, ja, so, und wieder Geld. Boah, Wahnsinn, oder? Ey, es ist super. Also, das finde ich so scheiße, was sie gemacht haben. Das finde ich sowas von beschissen, dass wenn du eine Platin-Medaille schaffst, dass du alles gerollt kriegst einfach. Das ist totaler Bullshit, ist das einfach nur. Es ist einfach totaler Bullshit, ohne Witz. Jetzt habe ich mal ein Item gekriegt. Endlich, ihr habt es gesehen das war jetzt der sechste Sprung oder so. So, und was habe ich gekriegt? Man glaubt es kaum, ich habe ein Gold-Item gekriegt. Mit Platin. Also, wenn es zumindest so wäre, dass ich wenigstens ein Platin-Item kriegen würde, wenn ich auch eine Platin-Medaille schaffe, weil ich es so gut hingekriegt habe, dann würde ich ja noch sagen, okay, Leute, okay, ist ja richtig. Ich kriege wenigstens eine Platin-Medaille, aber ey, man kriegt ein verdammtes gelbes Item oder ein Item, was einen vielleicht einen Tacken nur verbessert. So ist es. Was soll der Bullshit, Leute? Was soll dieser Bullshit einfach nur? Habt ihr einen am Sender? Ich merke gerade, ich werde gerade so ein bisschen aggressiv, genau wie damals in dem Video. Aber macht ja nichts. Ich denke mal, ihr habt ungefähr den Sinn in deinem Verstand, was einfach totaler Humbug einfach mittlerweile ist. Natürlich will ich auch an dieser Stelle erwähnen, ich weiß natürlich, dass es andere Möglichkeiten mittlerweile gibt, sein Item oder seine Items zu kriegen. Man muss eigentlich theoretisch nur die Rennen machen, die für das Fahrzeug ausgelegt sind. Sprich, macht man PE-Rennen. Kriegt man auch für das PE-Fahrzeug, was man fährt, auch ein Item. So, aber das Schöne an der ganzen Sache ist jetzt, wenn du ein Rennen gewinnst, kannst du jedes Tuning-Item kriegen. Jedes. Ich möchte aber vielleicht spezifisch darauf eingehen, welches ich haben möchte. Weil ich möchte ja ein paar Reifen haben und mache daher einen Reifentest. Oder möchte vielleicht einen Motor haben, daher mache ich einen Test mit einem Motor. Oder gehe einfach darauf, dass ich den Motor gerade tunen kann. So dieses Spezifische ist einfach weg. Es ist total random geworden, was du kriegst. Die Ivory Tower scheißt vollkommen darauf, was du... Ja, keine Ahnung. Es ist einfach... Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach nur totale Verarsche in der Hinsicht. Weil früher war das besser. Früher habe ich einen Sprung gemacht für Platin. Okay, ich habe es eingesehen. Es ist natürlich klar, wenn man Sprünge macht, ist es relativ leicht, an die Items zu kommen. Deshalb war ich auch mal relativ schnell, sage ich jetzt einfach mal, auf 1299. 1299 ist ja die höchste Tuningstufe, die man erreichen kann für ein Auto. Dieses Auto hat, wie ihr links gerade seht, 752. Und ja, das ist einfach, ich finde das Mist. Das ist einfach totaler Mist einfach. Das Einzige, wo man halt wirklich schön die Items kriegen kann, ist halt, wenn man sich zum Summit bewegt. Ich muss mal langsam checken, dass ich hier nicht mehr auf Select das Dingens habe. Karte aufmachen. So,
das auf jeden Fall zu den Tests, was sie völlig verkackt haben. Es gibt aber eine schöne Änderung, die muss ich sagen, die sich bei den Tests eingeschleicht haben, die ich ziemlich geil finde. Und zwar, du kannst ja wirklich alles kriegen. Du kannst wirklich alles kriegen. Du kannst vom Stoßfänger bis zur Motorhaube kannst du alles kriegen. Was du aber auch noch kriegen kannst zusätzlich, sind Aufkleber. Das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, schon 5 oder 6 Aufkleber gekriegt, für die ich sonst hätte 120.000 zahlen müssen. Jetzt sage ich mal euch gerade, ich gehe mal gerade ganz kurz in mein Haus zurück oder in mein Hauptquartier. Betreten wir es aber gerade ganz kurz. Das muss ich wirklich sagen, das ist eine schöne Änderung wiederum. Das finde ich nicht schlecht, dass du auch Aufkleber jetzt kriegen kannst. Weil ich muss sagen, die Aufkleber sind relativ unfair gesetzt vom Preis her. Wirklich sehr unfair. Und da finde ich es nicht schlecht, dass sie jetzt die Aufkleber auch als Belohnung ausgestickt haben. So, da haben wir sie nämlich. Guck mal hier. Die habe ich alle gekriegt. Ich glaube, außer den hier. Den habe ich mir, glaube ich, selber gekauft. Aber ich glaube, die anderen habe ich alle über die Tests gekriegt. Hier, ihr seht, das sind die ganzen Assassin's Creed-Dinger. Hier, das weiß ich nicht, was das sein soll. Auch irgendein Ubisoft-Spiel. Das ist, glaube ich, Ghost Raccoon. Das hier dürfte auch noch Ghost Raccoon, glaube ich, sein. Rayman ist das hier. Hier haben wir Watch Dogs. Das ist ein Aufkleber von Watch Dogs. Hier noch ein zweiter. Hier ist noch einer. Noch einer. Und das hier ist, das ist Splinter Cell. Also, ja. Und das hier habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Das ist auch irgendein Spiel. Ist auf jeden Fall egal. Das finde ich wiederum, das ist eine schöne Änderung. Finde ich nicht schlecht. Und jetzt habe ich natürlich eben, bei den Sprüngen habe ich natürlich einen Frontspoiler gekriegt. Gucken wir mal gerne nach, welchen ich gekriegt habe. Ich habe den hier gekriegt. Ja, an sich ist er schön. Aber ich meine, hey, wenn ich den haben wollen würde, hätte ich mir auch gekauft. Ganz ehrlich, das ist ja Quatsch. Hätte ich mir auch gekauft, wenn ich den haben wollen würde, ne? Und ja, das ist einfach so ein Ding, was sich verändert hat, was mir einfach total missfällt. Ne? Und ich verstehe auch nicht, wieso der Porsche standardmäßig immer direkt eine Carbon-Motorhaube hat, weiß ich gar nicht. Hat der Ruf RT35 automatisch eine Carbon-Motorhaube? Das weiß ich gar nicht. Ich kenne mich da mit Ruf und Porsche nicht wirklich so sehr aus, eher mit Audi. Aber gut, egal. Ja, ich würde sagen, Leute, um den Rahmen nicht zu sprengen, würde ich einfach sagen, ich glaube, wir machen da einfach mal einzelne Folgen jetzt draus. Was ich von dem Add-on großartig halte. Ihr könnt mir ja zu dem Thema in der Folge dann immer einen Kommentar da lassen, wie ihr das selber bewertet. Ich glaube, wenn ich jetzt alles aufzählen würde, dann würden wir ein Video von über einer Stunde hinkriegen. Und ich glaube, das splitte ich lieber in einzelne Folgen auf. Dann habt ihr auch, dann könnt ihr auch später vielleicht mal nachgucken in der Playlist oder sowas. Könnt ihr spezifisch gucken, welches Thema ich jetzt gerade hatte. Deshalb würde ich sagen, das war jetzt vielleicht ein sehr kurzes Video. Aber ich denke mal, der Eindruck, der mir missfällt, der ist, glaube ich, ganz gut entstanden jetzt gerade. Also würde ich sagen, ich bedanke mich vorerst fürs Zuschauen. Würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wann ich den jetzt hochlade, weiß ich nicht, da ich momentan es einfach nicht weiß, in welchem Rhythmus ich diese Videos hochlade, da ich ja momentan noch andere Games nebenbei zocke und auch hochladen möchte eigentlich. Gut, momentan gebe ich zu, Kirby bleibt wieder ein bisschen auf der Strecke, auch alles, was da von der Konsole kommt. Weil ich momentan wieder so ein paar Probleme habe, was von der Konsole aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Eine kleine Info an dieser Stelle. Vielleicht mache ich dazu noch ein Infovideo, mal gucken. Jedenfalls, ja, schauen wir mal einfach. Das ist auf jeden Fall der erste Punkt gewesen, der mich großartig gestört hat. Vielleicht machen wir einfach in der nächsten Folge mal etwas, was ich recht gut finde. Mal so als kleinen Schlagabtausch. Dass man mal Sachen hat, die sind scheiße, Sachen, die sind gut. Und ja, würde einfach dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und mit dem neuen Auto, würde ich dann sogar sagen. Ich glaube, wir haben uns in der ersten Folge mit dem Porsche gezeigt. Ich zeige euch in der nächsten Folge mal eine andere Karre. Deshalb, ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal zu The Crew. Macht's gut, bis denn dann. Ciao.